Wir haben Wiedediagramme von idealen und nicht idealen Mischungen besprochen. Schmelzdiagramme sehen im Prinzip ganz genauso aus. Der Unterschied ist, wir haben nicht den Übergang flüssig-gasförmig, sondern fest-flüssig. Wenn wir den Phasenübergang einer idealen Zwei-Komponenten-Mischung zwischen einer Phase Alpha und einer Phase Beta betrachten, dann sieht das entsprechende Diagramm so aus. Wir haben die Phase Alpha zum Beispiel unten, die Phase Beta oben. Wir haben einen Zweiphasenbereich, der eine spindelförmige Struktur hat. Die beiden Binoden haben weder Maximum noch Minimum. So sieht zum Beispiel das Siedediagramm des idealen Systems IPA-IBA aus. So sieht aber auch das Schmelzdiagramm des idealen Systems Kupfer-Nickel aus. Wenn sich die Komponenten A und B nur in der Phase Beta mischen, in der Phase Alpha aber getrennt vorliegen, bekommen wir ein ganz anderes Zustandsdiagramm, nämlich das klassische Zustandsdiagramm mit einer V-förmigen Binode. Sowas erhalten wir als Siedediagramm zwischen zwei nicht mischbaren Flüssigkeiten, Wasser und Toluol zum Beispiel, oder als Schmelzdiagramm zwischen zwei Feststoffen, die keine Mischkristalle bilden, etwa Naphthalin und Diphenyl. Wenn wir Abweichungen vom Idealverhalten haben, erhalten wir Maxima oder Minima in den Binoden. Etwa wie bei dem Siedediagramm von Wasser-Ameisensäure oder dem Schmelzdiagramm von Blei-Thallium. Minimum-Azeotrope erhalten wir beim Siedediagramm von Nitrobenzol-Zyklohexan oder beim Schmelzdiagramm Nickel-Gold. Zwischen den beiden Grenzfällen der idealen Mischbarkeit und der völligen Nichtmischbarkeit gibt es noch weitere Zwischenstufen, wie etwa dieses Diagramm. Kupfer und Gold haben in der festen Phase eine breite Mischungslücke, in der flüssigen Phase hingegen sind sie vollkommen mischbar. Wenn die zwei Komponenten A und B im festen Zustand mischen sollen, dann müssen sie sogenannte Mischkristalle bilden. Da muss es so sein, dass die Komponente A in das Gitter der Komponenten B ohne Probleme eingefügt werden kann. Das kann zum Beispiel so aussehen, dass wir einen Einlagerungsmischkristall haben oder einen Substitutionsmischkristall. Dies ist jedoch eher die Ausnahme. In der Regel passen die beiden Komponenten nicht gegenseitig in ihr Kristallgitter und deshalb ist es sehr viel häufiger, dass sich zwei Komponenten im festen Zustand nicht mischen. Hier haben wir das ideale Zweikomponentensystem Nickel-Kupfer. Nickel und Kupfer bilden sowohl in der Flüssigphase eine homogene Mischung als auch in der festen Phase Mischkristalle. Es gibt keinerlei Mischungslücke. Wir sehen, dass hier zwei Binoden vorliegen. Diese Binoden nennt man Soliduslinie und Liquiduslinie. Wir kühlen eine Schmelze mit 60% Kupfergehalt langsam ab. Beim Zustand 2 schneiden wir die Liquiduslinie, eine feste Phase mit der Zusammensetzung 48% Kupfer scheidet sich aus. Wir kühlen weiter ab. Im Zustand 3 haben wir eine flüssige Phase, die an Kupfer angereichert ist und eine feste Phase, die an Kupfer abgereichert ist im Vergleich zu den ursprünglichen 60%. Im Zustand 4, nach weiterem Abkühlen, haben wir schließlich einen Feststoff, der 60% Kupfer enthält und ein bisschen Flüssigphase, die etwa 82% Kupfer enthält. Die eben genannten Werte erreichen wir nur dann, wenn wir extrem langsam abkühlen, wenn wir den Phasen immer Gelegenheit geben, ins Gleichgewicht zu kommen. Das kann insbesondere bei Kristallen, bei Feststoffen lange dauern. Wenn wir die Mischung schnell abkühlen,
wir also keine Zeit geben, ins Gleichgewicht zu kommen, erhalten wir mehrere Schichten mit Feststoffen unterschiedlicher Zusammensetzung. Eine derartige zwiebelartige Struktur weist auf eine schnelle Nicht-Gleichgewichtsverstauung hin. Das System Kupfer-Gold ist ebenfalls in flüssiger und fester Phase mischbar, verhält sich aber nicht ganz so ideal. Wir haben hier ein Minimum in den Binoden, ein Minimum in der Liquidus- und der Solidus-Core. Dieses Minimum entspricht einem quasi Azeotrop. Eine feste Phase mit 80% Gold schmilzt zu einer flüssigen Phase mit 80% Gold bei einer konstanten Temperatur. Das Schmelzdiagramm einer idealen Mischung sieht genauso aus wie das Mitte-Diagramm einer idealen Mischung. Wir haben zwei Binoden ohne Maximum, ohne Minimum. Die Mischung erstarrt oder schmilzt nicht bei einer Temperatur, sondern in einer Temperaturspanne. Während dieser Spanne ändern sich sowohl die Zusammensetzung der Flüssigkeit als auch die des Feststoffs.